Narzissten sind mit Ausnahme in der Lovebombing-Phase die langweiligsten Menschen, die es gibt. Zumindest wenn du den Narzissmus erkannt und verstanden hast und von diesen langweiligen Menschen geheilt bist. Während ein geistig gesunder Mensch sein Leben in immer neuen Varianten leben, sich täglich neu erfinden und gesunde Beziehungen führen kann, müssen diese persönlichkeitsgestörten Spezies ihren immer wieder gleichen toxischen Zyklus abspulen. Und wenn man das weiß, dann sind sie einfach nur noch langweilig und natürlich auch manipulierbar. Doch sie haben zu Beginn dir gegenüber einen Vorteil. Du bist unwissend. Genauso, als würdest du beim Spiel betrogen, weil du von Fairness ausgehst und nicht von fiesen Betrügertricks. Narzissten können ohne Bewunderung nicht leben. Dazu benötigen sie Zufuhrquellen, um ihren Selbstwert zu regulieren. Sie müssen im Wettkampf Sieger sein, der die Beste, der die Schönste. Leider, aus deren Sicht, gibt es immer Bessere und Schönere. Und da viele, aber nicht jeder Narzisst ein hohes Amt bekleidet oder sonst wie eine Führungsposition innehat, über die er sich selbst beweihräuchern kann, brauchen sie externe Supplies. Egal wo sie sind, sie scannen ihre Umgebung nach Konkurrenz. Und wenn sie jemanden entdecken, der sie übertrumpfen könnte, dann wird noch mehr Schminke aufgelegt und die Klamotten werden noch bunter. Irgendwie muss man Frau doch die Bewunderung auf sich lenken können, denkt der Narzisst, die Narzisstin. Das funktioniert jedoch nicht immer mit Klamotten und Schminke und jetzt kommen wir, du und ich als Supply ins Spiel. Am liebsten wählen sie empathische, liebevolle und hilfsbereite Menschen, die sehr viel für andere tun und geben. Und genau das ist deine Aufgabe als Supply einer narzisstischen Person. Du sollst ihm, ihr die Bewunderung und Aufmerksamkeit geben, die ihm, ihr von der bösen, ungerechten Außenwelt, wo es immer bessere und schönere gibt, nicht gegeben wird. Eine noch bessere Zufuhrquelle wärst du übrigens, wenn du nebenbei noch ein materielles Polster oder ein Dach über dem Kopf zur Verfügung hättest. Du hast echt nur einen Job. Der Narzisst missbraucht dich als Anbetungsuntertan. Du darfst Zufuhrquelle A sein, wenn du deinen Job gut machst. Natürlich stehen weitere Zufuhrquellen B, C bereit, die deinen Job sofort übernehmen, wenn du ihn nicht mehr zur Zufriedenheit deines Narzissten erfüllst. Alle ihre bekannten Psychomanipulationen zielen nur auf das eine Spiel ab, dich hörig zu machen und ihnen zu dienen. Klingt krass, ist aber so. Sie wissen auch, dass eure Beziehung nur eine bestimmte Zeit lang funktioniert, und zwar so lange, bis du kapierst, und zwar wirklich kapierst hier und verstehst, was da abläuft. Du wirst missbraucht. Für diesen Fall und um das Ganze noch etwas in die Länge zu ziehen, haben sie dich vorher an das Traumabond angebunden. So leicht und schnell kommst du also auch nach dem Erkennen nicht davon. Aber wenn du dieses Wissen verinnerlicht hast, dann kannst du seine hoheitliche Narzisstheit zerstören. Du denkst ab sofort nur noch wie er. Du spiegelst ihn. Kurz, ab sofort denkst du nur noch an dich, an das, was dir gut tut. Ersetzt wirst du ohnehin durch eine Zufuhrquelle, die noch blind ist oder sich mit Freundschaft plus begnügt. Aber wenigstens tust du, wenn du jetzt aus dieser toxischen und missbräuchlichen Beziehung aussteigst, zum Abschluss etwas für deinen Rest an Selbstwert, den du noch hast. Falls du Probleme dabei hast, das alleine zu bewältigen oder über den Trennungsschmerz nicht hinwegkommst, dann kannst du gerne ein Erste-Hilfe-Beratungsgespräch oder ein 1:1-Coaching
über mein Profil buchen. Erkennen ist der erste Schritt. Viel Kraft!